Jaynax wird seine Mannschaft wie immer akribisch vorbereitet haben. Und jetzt rollt der Ball. Und vom Anstoß weg sieht es erstmal so aus. Und sofort merkt man das natürlich auch der Kulisse an. Wieder Stefaniak abgefälscht. Nicht einfach für Gebhardt, der ordentlich zu tun hat. Da war noch einer dran beim Ding von Stefaniak, und zwar ein eigener. Thiel dürfte es gewesen sein. Der festen Überzeugung, dass Dr. Robert Kampka hier pünktlich 45-0-0-0-1 abpfeift. Thiel, Bräunig, Thiel, Gebhardt! Was für eine Aktion hier nochmal in der 45. Felix Gebhardt! Reaktionstest bestanden! Blitzschnell, wie er da abtaucht nach diesem guten Ball von Lukacic. Bräunig kommt nicht ran, Thiel mit vollem Tempo. Und der absolute Top-Parade. Der Wunsch und das Ziel, und jetzt schlägt ja hier die Auer Dreiviertelstunde. Die zweite Halbzeit. Aue besonders stark unterwegs. Lukacic geht dahin, Heibel dazwischen. Schönfelder, kein Abseits von Ganaus. Kann gefährlich werden. Ganaus, immer noch Noah Ganaus. Pfosten! Ecke Regensburg. Die sind auf jeden Fall näher dran an der Führung. Alles Aue. Ja, und jetzt ist es soweit. Und da ist er drin. Und es ist der Ziegele. Und da macht er den Ziegenjubel. Und nach 75 Minuten ist es eine Standardsituation. Guter Eckball. Und dann geht er energisch hin. Und da ist sehr viel Bewegung vor ihm. Ich glaube, das ist einfach nur instinktiv gewesen, dass er da irgendwie den Kopf reinhält. Und dann heißt es 1-0 Regensburg. Menne. Elsner, Meuer, Elsner, Elsner, Elsner und Gebhardt wickelt ihn um den Pfosten. Der war nicht einfach zu parieren für Gebhardt. Dritter Eckball, Aue, 5. Aber Regensburg nicht wirklich raus. Schikora macht's nicht gut. Kampka hat die Pfeife im Mund und Kampka pfeift ab. Feierabend. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.